Teens auf Platz 6 eurer Bravo-Charts. Und jetzt noch ab unser Star der Woche. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nun gibt es wieder Show und Musik mit Ihrem Entertainer Stefan Raab. Medienguru, Schlagerkönig, Sexsymbol. Zurzeit schreit ganz Deutschland nach Stefan Raab. Seine Karriere ist ein bunter Comic. Angefangen mit einer Ausbildung zum Metzger, mauserte er sich zum Erfolgsproduzenten und Fernsehstar. Da liegen Sie ganz richtig. Eine musikalische Ausbildung ist nichtig. Zumindest bei mir, denn ich hab nie was gelernt. Weder Gitarre spielen, noch Ukulele. Das habe ich mir alles selbst beigebracht. Vor 7 Jahren fing es an. Der Musiksender Viva entdeckte Stefan zufällig bei einem Casting. Ein Jahr später frischte er mit seiner Bertie-Vogts-Hymne zum ersten Mal die Charts und die Fußballnationalmannschaft auf. Bertie, Bertie, Bertie Vogts! Was ist dir aufgefallen? Das ist eine schöne Verarschung hier. Brennpunkt Fußball. Während sich die Initiative Bürger für Bertie gegen die Raabschen Blödeleien aussprach, wurde der Kölner zur Leitfigur der Anti-Kicker. Die Nation war gespalten und Stefans Musik in aller Munde. Das blödeste Lied, was es gibt. Sagen Sie, dass das blödeste Lied ist, was blöd es gibt. Blöd ist es aber. Wie waren Sie Bett im Kornfeld? Ein Jahr später folgte Stefans nächster Streich. Er verlieh dem deutschen Schlager mit seiner Version von Ein Bett im Kornfeld neuen Glanz. Das war lustigerweise einer meiner ersten Platten. Ich weiß nicht genau, es war, glaube ich, die erste oder die zweite. Also es waren die zwei ersten, sagen wir mal so. Das war einmal Ein Bett im Kornfeld, einmal Anita von Costa Cordalis. Ja, ja, ja. Feuer und Flamme für deutsche Musikkost folgte noch im selben Jahr sein Liebeslied an den Musikantenstadel. Mit seiner Prophezeiung, ich mache nur noch Volksmusik, erntete er allerdings nicht die erwarteten Jubelrufe. Hier kommt die Maus. Bunt, schrill, kindisch. 1996 brachte Stefan der Kultfigur des Kinderfernsehens ein Geburtstagsständchen. Mit Hier kommt die Maus gab er seinem Vorbild zum 25. Jubiläum die Ehre. Die Maus ist in gewisser Weise anarchisch. Sie ist witzig, sie hat Humor und sie ist sehr clever, sehr pfiffig und so. Also, die kann einen Schwanz abmachen, kann damit Brücken bauen und so. Darum beneide ich sie sehr. Stefan Raab steht nicht immer im Vordergrund. Für seinen Freund und Sangesgenossen Bürger Lars Dietrich produzierte er den Song Sexy Eyes, der Sommerhit 1996. Dass auch Comedy ganz auf Stefans Linie liegt, bewies uns das Multitalent alias Professor Hase. Unzählige Telefonstreiche live im Radio gingen auf sein Konto. Musikalisch ging es mit einem neuen Album weiter, die Single Schlimmer Finger. Die Reggae-Nummer Es war Sommer. Und das gute Laune-Lied Probier's mal mit Gemütlichkeit folgten. Mit Ruhe und Gemütlichkeit und schmeißt die blöden Sorgen über Bord. Schließlich nahm er zum ersten Mal den Grand Prix in Angriff. Ob man gewinnt oder nicht. Das ist egal, find jedenfalls ich. Als Komponist und Produzent Alf Igel brachte er mit Gildo Horn frischen Wind in das jährlich stattfindende internationale Schlagerfest. Leider musste das Lied Piep, 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 Gildo hat euch lieb die Siegestrophäe Israel überlassen. Deutschland kam auf den 7. Platz und Gildo ist heute weg vom Fenster. Herzlich willkommen bei TV Total. Das Mutterschiff Viva verlassen präsentiert Publikumsliebling Raab seit genau einem Jahr TV Total. Hier traf er im Sommer 99 auf die Öla Palömer Boys. Zusammen brachten sie die ungewöhnliche Nummer Öla Palömer Blanca auf Platz 2 der Charts. Und noch mehr folgte aus der skurrilen Raab-Schmiede. Im vergangenen Herbst machte er Regina Zindler und ihren Maschendrahtzaun über Nacht zum Kult. Ich mach das, was mir Spaß macht. Anderen nicht gefällt.
macht das nicht so viel. Ich glaube, mein Leben ist hiermit abgeschlossen.